Rund 400 Demonstranten, Männer, Frauen und Kinder, traten bei der Pro-Palästina-Kundgebung Dienstag gegen 17.30 Uhr zusammen. Mehrere Redner brachten in verschiedenen Sprachen zutage, warum sie diese Demo abhalten. Danach folgten Sprechchöre. Unter anderem wurde einer von einem kleinen Buben angeheizt, der regelrecht ins Mikrofon schrie. Die Demonstranten wiederholten immer wieder lautstark seinen Sprechchor. Von einem Mann, möglicherweise seinem Papa, wurde er schließlich auf den Schultern getragen. Das Demonstrationsrecht ist wichtig und ich setze hier mein Vertrauen in die Polizei, dass sie gerade in der aktuellen Situation besonders sensibel vorgeht. Entsprechend wurde die Kundgebung am Dienstag auch sehr genau durch die Polizei geprüft. Das betont Bürgermeister Georg Willi auf Krone-Anfrage. Es dürfe nicht passieren, dass auf Demos in Österreich Antisemitismus oder Vernichtungsfantasien gegenüber Israel verbreitet werden. Die Stadt Innsbruck solidarisiert sich klar mit Israel gegen den Terror der Hamas, fügt Willi hinzu.